Bereit. Bereit. Oh, nee, so bereit jetzt. Ich bin so gespannt. Mein Puls geht auch schon wieder hoch. Was sagt denn die Uhr? Mal kurz gucken. Ich hoffe, ich habe Sound. Hab ich Sound? Huch, scheiße, ich habe WhatsApp noch an. Fuck. Habe ich Sound? Player One Ah, bereit. 95er Puls, ganz entspannt. 95 ist dein Ruhepuls? Nee, nein, nicht mein Ruhepuls, ist mein jetziger Ah, Puls. okay. Aber das geht hoffentlich noch runter, mal gucken. Gerade sagen, bist du irre? Hey, mein Ruhepuls ist irgendwie 57 oder so. Little Hope. Wie ihr habt Puls, ja? Ey, ganz ehrlich, Ey, Mann, das geht schon so düster los. wenn ich irgendwann mal in den, also wenn ich irgendwann noch mal in den USA bin, ich werde niemals nachts in so einem Diner halten. Da weiß man doch, dass das keine gute Idee ist. Wer steigt denn freiwillig des Nachts in so einem Diner ab? Wieso ich was bastel? Wieso mag noch wer das Game in Twitch ändern? Es ist doch Little Hope, ich habe das Richtige gestartet. Vielleicht hat einer deiner Mods davor in Just Chatting oder so geswitcht, kann auch sein. Okay, vielleicht. Weil du noch in Just Chatting warst. Weiß ich nicht. Ne, ich hatte es nach dem Start eigentlich umgebastelt. Aber da sind ja Leute da, die da Auge drauf haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Jetzt bin ich ready. Okay, also zumindest Setup-mäßig. Roadwork ahead. Yeah, show Leute, hope I. wir können uns übrigens, Leute, ne, heute als kleiner Tipp. Olli wird das morgen garantiert, weil Olli hat tierischen Stress mit seinem Umzug und so alles und Paul halt auch. Und die beiden werden garantiert morgen rumheulen, weil ich darauf bestehen werde, dass wir Danke die fürs Anhalten. Primetime-Woche durchziehen. Aber Ja, Leute, da was ist muss die los? 10 auch stehen. Da vorne ist was Ich sag's passiert. nur. Ein großer Unfall. Wir mussten die Sonst muss Straße ich so sperren. rumlamentieren mit den Ah, Jungs. klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Nur Hope. kurzer kleiner Tipp von mir. Untertitel anmachen. Kann ich Pause machen? Sekunde. Domo, ich mach nur ganz kurz die Untertitel an für die Leute. Stream Wie läuft. geht's, Ja. Kumpel? Der Sie Kopfwackeltest. wirken etwas verwirrt. Alles gut. Es ist nicht Ich will alles nur diese gut. Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. War der Bus nicht leer? Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Nee, der Fahrer war ja da. Ja, aber hat er Leute im Bus? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich habe keine gesehen. Ja. Leute, wenn ihr kleine Lags haben solltet, gebt dem Stream ein bisschen Zeit. Lasst sich das hier alles akklimatisieren. Das wird. Wir leben damit, so wie es gerade ist. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. So, haben wir jetzt eigentlich irgendwie einen Wie Squad-Stream lange bist du eingerichtet? Wenn ich nüchtern? so. Scheiße. Weiß gar nicht, Genau weil drei ich hab mal geguckt, Monate. wie das geht. Bestimmt. I don't know. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja Kannst am Streamer. schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, Hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Yes. Das ist immer schlecht, weil in so einem Bus ist halt keine Sau angeschnallt. Bringen wir mal auf den Punkt. Was, Kurs aktualisiert? Was heißt denn das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich Ich habe habe jetzt den einfach mal Knopf nur RB schnell gedrückt, gedrückt. aber was heißt das? Okay, cool. Weiß ich nicht. Fortsetzen. Geiles Standbild.
So, alle tot. Das war's für heute, Freunde. Das war Little Hope. Spaß hat's gemacht. Hat Kurs aktualisiert, ist, wenn sich ein Weg ändert. Wie kann sich denn der Weg geändert haben? Ich habe noch nicht einmal... Ups. Ich habe noch nicht okay, einmal also gedrückt. RB, nicht drücken. RB macht einfach Pause, habe ich auch festgestellt. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Hör auf, James. Ja, komm. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht immer ernst nimmst. Ah. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Oh, ja. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts, von wegen. Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Mädchen. Ist ja wie bei Psycho. Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Sieht sehr alt aus. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die vierte Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne! Wirklich ernst! Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Toxic Family Simulator. Lol. Tanja ist spät. In letzter Zeit ständig. Cringe. Nee, Unpünktlichkeit. Tanja ist immer zu spät. Nee, nicht wirklich. Erst seit sie ausgeht mit ihm. Der Kerl tut ihr nicht gut. All das hippige Fasel. Hab ich ja vermisst. Die gute Synchro. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Alter, was ist mit ihr? Hä, und jetzt sind alle nicht die eigenen Kinder? Passt du wohl auf die Platte auf? Komm schon, jetzt sei einmal kein Arsch und lass sie in Ruhe. Okay, Mutter Oberin. Warum bist du immer auf ihrer Seite? Scheißeis. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Mit dem Kabel da rum. Wie läuft's? Lass mich ran. Er ist nicht dann wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Sie streiten sich so oft und sagen immer dasselbe. Immer wieder dasselbe. Ah, musst du was drücken? Ah! Du musst halt. Hab ich! Alle Dude, bin da! Alle Dude, zeigen. Easy! Weißt du, einmal. Hab dich nicht so. Ist doch nichts Neues. Sie streiten sich schon, seit wir krabbeln konnten. Du bist gekrabbelt. Ich bin gelaufen. Dennis, zum tausendsten Mal räum ich endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Sie ist einfach Fräulein Was Rottenmeier, ist denn mit dem los? Alter. Kennt irgendwer von euch noch Fräulein Rottenmeier? Das ist Dennis, wie er leibt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend.
Ja, Mann, Heidi, Alter. Hey, Dennis. Hey, ich mag das Kind jetzt schon nicht. Sorry, es tut mir so leid, aber... Das Kind sieht einfach aus, als wäre es brutal stoned. Hey, oh, spinn hier nicht so rum. Digga. Oh. Himmel. Creepy Hast Kind. Hast du mich erschreckt? Creepy Kind. Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen. Um diesem Irrenhaus kurz Vollbart. Zu entfliehen. Die Freunde, die unsichtbar sind. Creepy Kind. Vor der Tür. Bring dich um. Ich sag es dir. Sie ist in dem Haus das Creepy Kind. Und klaut den Schlüssel. Aber bis jetzt haben wir noch dieselbe Vielleicht Szene. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ja, ich werde ja. nur wieder okay. jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streiche. Das letzte Mal ging ja direkt quasi zwei. Für die Stimmung ein bisschen. Sie hat was angestellt. Dunkler bei mir, warte mal. Ich muss, Das überrascht mich nicht. Bei Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhauen. Okay, das hat so du edelster gebracht. Aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Ich schick dich weg. Megan ist nach oben. Schau doch mal nach ihr. Falls du nichts zu tun hast. Ich finde sie. Ich finde sie. Klingt wie eine Drohung. Ah ja, der oh, Spaß wieder. Ich darf mal laufen. Ah, ich nicht. Ich guck mir gerade eine Streichholzschachtel an. Der passt da nicht drauf. Der ist zu klein, Bro. Oh, was? Das ist doch Bullshit. So ein Schwachsinn. Stimmt nicht. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mann, das ist einfach nicht wahr. Ich habe im richtigen Moment gedrückt. Scheiß Spiel. Hast du jetzt schon Quicktime? Ja. Schon okay. Tanja sieht gerade nach ihr. Wir könnten wie eine heile Familie sein. Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Hm, nett, sympathisch. Man kann sich unterhalten. Sieh nach Tanja, ich seh nach Tanja. Da ist was. Hey, warte mal, das ist doch das Buch hat aber... Perfekte Ablenkung von den Irren hier. Das Buch war auch auf dem Schiff im ersten Teil. Das Buch hat im ersten Teil auch jemand auf dem Boot gelesen. Oh, ich kann raus. Oh, ich kann... Ist bei dir auch so viel Zeug? Nee, also ich muss die Kleine suchen. Und da habe ich schon richtig Bock drauf, auf jeden Fall nicht. $8. Die Hexenprozesse von Neuengland. Wie hieß der Hexenhammer? Das war doch so ein deutsches Werk, oder? Der Hexenhammer? Das Maleficarum oder so ähnlich? Malleus Maleficarium. Ganz blöde Idee, so Streamer-Alerts einzusteuern. Malle ist nur einmal im Jahr. Ja gut, und jetzt kann ich hier Gitarre vielleicht noch spielen? Hab da jetzt alles abgesucht. Ja, mal kann ich mich vor den Fernseher stellen, der Alte macht sich voll aus. Der guckt gar nicht wirklich. Du guckst gar nicht wirklich, dann kann ich auch umschalten. Ugh.
Bist du eigentlich Tanja? Domo? Ich bin Tanja, ja. Ich soll dich suchen, wo bist du? Ich bin in der oberen Etage. Kann das mal einer ausmachen hier? Ah, shit, Entschuldigung. Wo wollen wir mal rennen? Rechter Trigger war rennen, ne? Nur in einem Quicktime drin, also ganz entspannt. Oh, sorry. Okay, Rennen ist ein... Verdammte Scheißuhr! Alles klar. Gruselige Uhr ist gruselig. Mann, das Kind redet die ganze Zeit mit seiner Puppe. Ha! Ich hab jetzt schon keinen Bock. Kind, mach dich jetzt schon fertig. Hä, was, Alter, was ist das für ein Haus? Gott, Alter, mein Orientierungssinn wie so eine tote Pferd. Gut, Dummo, ich werde dich nie finden, weil ich nicht in den zweiten Stock komme. Ich hab's geschafft, mich in dem Haus zu verlaufen. Hier, Flur. Flur ist gut. Treppe. Das ist nicht die Treppe? Ist hier die Treppe? Hä? Hä? Ah, ja, perfekt. Sag mal, kann es sein, dass ich gar nicht zu dir hoch kann? Ich hab grad ein Problemchen in der ersten Etage mit der Kleinen. Ich bin nach draußen gegangen, jetzt spontan jetzt ausgesperrt worden. Jetzt höre ich dich. Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Nee, da stand doch einer. Und wieso ist sie jetzt auf einmal unten? Du hast recht mit meiner Familie. Nein. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Jawohl. Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Jawohl. Ich lass dich wieder rein. Der Slenderman hat ihr gesagt, Moment. Bring alle um. Oder was? Kennst du das? Brennende Fliesen, große Mist. Probleme in alten Häusern. Ja, Megan, wo bist du? Ach ja, Oma badet, Kosowski-Vater kriegt nichts mit. Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Alter. Megan! Und der Wasserkocher pfeift wie blöd. Das ist ja furchtbar nervig. Ja. Ach ja, er ist ja nur auf dem Dachboden, Leute. Mom! Sieht natürlich alles schön um. Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Schlag doch! Hey, Dad! Irgendwie das. Ja, als ob, Alter! Ich behaupte, so besoffen kann man nicht sein, dass man das nicht mitkriegt. Und jetzt stürzt es um einen. Das wäre so geil, wenn die Mutter in der Badewanne jetzt auf ihn runterfällt. Und sie steht. Hilfe! Aua! Na, immerhin ist er nicht verbrannt oder erstickt. Ihr Tod ist viel schlimmer als der vom Vater. Sehr unangenehm. Ich jetzt. Achso, ne. Nee, Alter. Ich helf dir.
Hui! Hui! Oh! Upsi! Ey, die wird uns, das wird uns richtig das Leben voll machen, dieses Spiel. Galt das jetzt schon als ein Tod? Ich hoffe nicht. Selbstbewusst. Komm. Geh zum Regenrohr und kletter runter! Digga, wenn du das nicht kannst, hast du es nicht verdient. Mach ich. Oh, fuck. Mit deinem AB. Ist Prolog gilt nicht als tot, erzählt mir nichts. Nee, wa? Ey, ich konnte nichts machen, ich schwöre. Come on, ja. Alter! Oh, come on, ey! It's Final Destination Vibes! Oh, bitter! Ey, aber mal ehrlich, konnten wir sie überhaupt retten? Weil ich hatte halt gar keine Chance, da irgendwas Never. Zu beeinflussen. Never. Und er auch noch mit dir. Easy, ey, Flo. Ich glaube. Hätten wir Tanja retten können? Ja, ist ja. Da stand nichts mit, der Weg hat sich verändert oder so. Was hast du getan? Nee. Mom, ja. Es ist zu spät. Okay, Domo. 100% Verluste. So viele Tote. Ey, ich glaube, oh, dieser geile. Ja, das war nur der Prolog, Alter. Das gilt noch nicht. Okay. Dieser geile Song wieder. Ja. Kommt jetzt wieder der Erzähler? Garantiert. Der Gute? Ist das derselbe Song oder ist das ein anderer? Ist das dasselbe, oder? Haha, wie geil er ist! Ew. Ich glaube, das ist ein anderer, das ist nicht derselbe Song. Sicher? Oh. Voll verkackt. Sad. So sad. Wie russisch willst du heißen? Alex Ivanovici. Holy smoke. Das werden Italiener und Russen Kinder kriegen. Vini Vidi Ivanovici. Er hat zu seinem Büro auch den längsten Flur der Welt. Ja. Das ist wahrscheinlich seine komplette Wohnung. Oder das, ja. Ein Kompass für sein Büro hat er auch schon, damit er das immer wieder findet. Kann man das abbrechen? Nee, ne? Ich glaube nicht vorgesehen. Kurz mal blind. Jo. Ja, die beste Musik wieder mit der Welt. Hallo und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Macht nichts. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Keine Kerze der Welt würde anbleiben, wenn du so schnell läufst. Sind die Kerzen der neuen Generation. Mhm. Sind diese Geburtstagskerzen, die nicht ausgehen. Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese
Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Ich muss sagen, ich weiß nicht, dieser Kurator. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht. Ich finde, der gibt den Spielen nichts. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend. Doch, das drauf rumreiten, dass du Scheiße gebaut hast. Ja. Aber der kommt dann da dreimal rein. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Der macht das so pseudomystisch. Im ersten Teil hat es den nicht gebraucht. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit zum gewünschten Ende führt. Denn Sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Was einer tut, hat oft Folgen für den anderen. Also auch wenn Sie zu zweit sind, vollenden Sie die Geschichte wie ein Einziger. Wenn Sie so wollen. Wie im Leben. Ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte. Doch von hier an liegt das Ende in Ihrer Hand. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein. Vielen lieben Dank für die Subs, die gerade reinkommen. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Doch... Natürlich wäre des Spiels nicht so oft darauf eingehen. Tun, aber vielen, vielen, vielen Dank. Zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie? Zeigen Sie ihnen eine Möglichkeit. Wie im Vorteil. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Bin ich auf jeden Fall langsam. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Jetzt bin ich mir kalt. Ich mag schöne Beerdigungen. Okay, gar nicht creepy.